Skispringer wie Jens Weißflog aus Oberwiesenthal waren prominente und erfolgreiche Aushängeschilder des DDR-Sports. Ebenso die Eiskunstläuferin Kathi Witt. Olympiasieger wurden vom Staat gefördert und hofiert. Anders Sportarten, die nicht olympisch sind, zum Beispiel der Motorsport. Allerdings begeistern die Rennwagen Hunderttausende. Fahrer wie Uli Melkus sind Stars. Die berühmteste Rennstrecke, der Sachsenring. Es war alles ganz interessant, es war alles, ich weiß nicht, man hat sich das ganze Jahr schon drauf gefreut auf das Sachsenrennen. Ein Teil der Strecke führt durch das Städtchen Hohenstein-Ernsthal. Und ich hatte die günstige Gelegenheit, nur aus dem Küchenfenster zu schauen. Und da war ich also ungefähr 6 Meter vom Sachsenring entfernt. Für die Zuschauer sind die Rennen durch die engen Straßen von Hohenstein-Ernsthal ein Spektakel. Die Fahrer jagen mit Hochgeschwindigkeit entlang der Häuserwände und Bordsteinkanten. Piloten wie Hans-Dieter Kessler nehmen dieses Risiko in Kauf. Grundsätzlich war es gefährlich. Wir wussten das. Der Tod fährt immer mit. So auch am 12. Juli 1987. Hans-Dieter Kessler verunglückt mit seinem Rennwagen. Das Fahrzeug ist nur noch ein Metallklumpen. Darin gefangen steckt der Rennpilot. Doch während die Retter um das Leben von Hans-Dieter Kessler kämpfen, rast gleichzeitig ein weiterer Rennwagen auf die Unfallstelle zu. Und das mit fast 160 Stundenkilometern. Funk gibt es damals noch nicht auf den Autos. Und deswegen gibt es auch kaum eine Chance, den Fahrer rechtzeitig zu warnen. Die ganze Geschichte jetzt in Lebensretter. Hohenstein-Ernsthal ist eine Kleinstadt unweit von Chemnitz, dem damaligen Karl-Marx-Stadt. In dem Ort wohnen in den 80er Jahren knapp 23.000 Menschen. Es geht hier beschaulich zu, bis auf eine Woche im Sommer. Im Juli reisen tausende Menschen aus der gesamten DDR an. Sie wollen dabei sein, wenn eines der bekanntesten Rennen der Republik läuft. Das Sachsenringrennen. Einer, der den Trubel aus nächster Nähe verfolgt, ist Wolfgang Hallmann aus Hohenstein-Ernsthal. Hohenstein-Ernsthal ist natürlich keine Weltstadt. Aber wenn das Sachsenringrennen nach Hohenstein-Ernsthal kam, dann hörte man plötzlich in der Stadt Italienisch oder Französisch oder auch mal Englisch. Und das war natürlich ein Teil der großen Welt, die hierher kam. Die Welt zu Gast in Hohenstein-Ernsthal. Seit 1927 werden hier Rennen gefahren. Am Anfang nur mit Motorrädern. Die waghalsigen Manöver der Piloten begeistern die Zuschauer. Besonders gut ist der Blick von den selbstgebauten Hochsitzen. Später kommen die Rennwagen dazu. Rennsport auf dem Sachsenring bedeutet getunte Wagen aus dem Ostblock. Ein Hingucker sind die Formelfahrzeuge. Obwohl der Rennsport von den Zuschauern geliebt wird, spielt er in der Sportpolitik der DDR keine Rolle. Finanzielle Förderung gibt es nicht. Für die vielen Fans sind die Piloten Helden. Einer von ihnen ist Hans-Dieter Kessler aus Thüringen. Die Bilder sind ja heute noch in meinem Kopf und die sehe ich auch überall und immer wieder. Die 100.000 Zuschauer an den Straßen stehen. Und das war eine Begeisterung. Da haben die getobt. Heute noch erzählen sie mir das. Wir sind dorthin gefahren mit Bussen und wir wollten das nur sehen, immer nur den Kessler sehen, wie das dort ging. Das war eben so ein schönes Gefühl. Also die Zuschauer und alles, das war wunderschön. Eine Woche lang im Juli locken die Rennen auf dem Sachsenring Menschen aus der gesamten Republik an. Die Atmosphäre eine Mischung aus Volksfest und Ferienlager. Am Wochenende kampieren bis zu 300.000 Menschen rund um Hohenstein-Ernsthal in riesigen Zeltstädten. Das Areal am Sachsenring platzt aus allen Nähten. Nicht nur Fans des Motorsports kommen auf ihre Kosten.
Rennzirkus bietet in vielerlei Hinsicht eine Abwechslung vom Alltag. Ja, es gab natürlich zu der damaligen Zeit schlecht Exportbier oder sowas. Das gab es dann immer zum Rennen. Nicht die Sterbehilfe, die hier in der Gegend hergestellt wurde, sondern richtiges Bier bekam man ja an der Strecke. Und an der Strecke gab es auch noch eine ganze Menge andere Dinge zu kaufen, die sonst nicht regelmäßig in Gemüseläden zum Beispiel oder in Obstläden vorhanden waren. Und deshalb ging man dann hier auf die Strecke und hat an den Verkaufsbuden Pfirsiche erworben, Paprika, Tomaten und Broiler. Im Mittelpunkt des Interesses stehen die Rennen nicht nur bei den allein 15.000 Zuschauern auf der Tribüne an Start und Ziel. Auch das Westfernsehen berichtet in der Sendung Der Sportspiegel von den schnellen Autos in der DDR und der sozialistischen Renngemeinschaft. Kamera und Mikro fangen die Stimmung entlang der Strecke ein. Naja, ist eigentlich ganz gut hier so. Ist immer tierisch Action los hier. Und also auf dem Zeltplatz total gute Stimmung und so. Das ist eigentlich einmal frei. Das Ganze drumherum hier. Hauptsache Nachenrennen. Das ist das Schönste. Camping. Schön. Kameradschaft. Die Kumpels, Kumpels das fetzt. Wer ist Ihr Favorit? Ja, Uli Malkus. Sein Wort in Gottes Ohr. Denn der Favorit schiebt hier kurz nach Trainingsbeginn seinen Renner von der Piste. Irgendetwas scheint defekt zu sein. Reinkommen. Keine Trainingszeit. Was nun, Frau Melkus? Er hatte nun gar keine Trainingszeit. Und wenn man keine Trainingszeit hat, dann wird er ganz hinten stehen und muss sich systematisch vorarbeiten. Das schaffen wird. Es gibt ja auch viele Asse jetzt dabei, die Tschechen und so. Die Rennwagen sind Marke Eigenbau. Eine enorme Leistung in Zeiten von Mangelwirtschaft, wie der Sportspiegel im Westfernsehen feststellt. Alles am Auto, von der Zündung bis zu den Reifen, muss in den sozialistischen Ländern gefertigt sein, und zwar in Großserie. Dennoch bedarf es sicherlich angesichts 10-jähriger Lieferfristen für PKWs gewisser organisatorischer Kunstfertigkeiten, um den Ersatzteilnachschub zu sichern. Die DDR-Spitzenstars Uli Melkus und Bernd Kasper steuern ihre handgearbeiteten Rennwagen in den selbstgebastelten Transportern eigenhändig an die Rennstrecken. Uli Melkus und die anderen Rennfahrer reisen jeden Sommer auch nach Hohenstein-Ernsthal. Das Fahrerlager wird zum Treffpunkt der DDR-Rennsport-Elite. Fernsehkameras des DDR-Fernsehens verfolgen die Duelle der Rennfahrer. Hier Hans-Dieter Kessler. Die Startnummer 88 schlief am Start nichts. 88, Zastava, gelb-blau und kein Unbekannter sitzt am Volant. Hans-Dieter Kessler, der für den Motorsportclub Karli Merkers fährt, der Trusetaler, ganz sicher und souverän an der Spitze des Feldes, Hans-Dieter Kessler. Hans-Dieter Kessler kennt den Sachsenring aus vielen Rennen. Die Rundstrecke ist fast 9 Kilometer lang. Sie schlängelt sich über gewöhnliche Landstraßen und durch den Ort Hohenstein-Ernsthal. Die Fahrt durch die engen Straßen des Ortes ist für die Anwohner ein Spektakel. Für die Rennfahrer ist die kurvenreiche Strecke allerdings ein Risiko. Das Grauen, für mich schon immer das Grauen, kam, wenn ich auch mit dem Trabi damals mit 150 oder 140 durch die Stadtdurchfahrt Hohenstein-Ernsthal fuhr. Links eine Bordsteinkante, ein paar Strohballen da, die Häuserwand und alles war immer eine Sache, die man bedenken musste und die man im Auge haben musste. Das könnte ja auch irgendwie zur Gefahr werden, wenn du mal duschierst oder wenn es eben zu eng wird und wenn du zu schnell wirst. Immer wieder kommt es bei den Rennen zu Stürzen.
Der kurvige Kurs durch die Stadt hebelt manchen Rennpiloten förmlich aus. Streckenposten und Sanitäter kümmern sich um verletzte Fahrer. Meist bleibt es bei leichten Blessuren und Blechschaden. Grundsätzlich war es gefährlich. Wir wussten das. Die Gefahr fuhr eben immer mit. Trotzdem wagen sich die Piloten immer wieder auf den Sachsenring. So auch am 12. Juli 1987. An diesem Tag ist auch ein Fernsehteam des DDR-Fernsehens vor Ort und zeichnet eine Unterhaltungssendung auf. Hans-Dieter Kessler nimmt sich die Zeit für ein Interview mit der Schlagersängerin Eva Maria Pickert. Wenige Stunden vor dem Start. Wenn das große grüne Licht angeht, dann fallen die Würfel und dann versucht jeder das Beste zu machen. Herr Kessler, ich wünsche Ihnen viel Glück, toi, 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 alles gut. Ich weiß nicht, wie sagt man bei euch? Hals und Beinbruch. Hals und Beinbruch, René und ich, alles Gute. 3 Stunden nach dem Interview wird Hans-Dieter Kessler verunglücken. Er startet gemeinsam mit Uli Melkus. Der Dresdner ist damals schon eine Rennsportlegende. Das wissen die anderen Piloten im Fahrerfeld. Sie erwarten ein besonderes Duell an diesem Tag. So auch der Rennpilot Jürgen Meißner. Ich wusste, dass der Hans-Dieter Kessler ein sehr kampfbewusster Rennfahrer war, weil er sehr erfolgreich und auch in anderen Motorsportdisziplinen war, was ihm auch riesen Respekt einbrachte. Und Uli war der Platzhirsch und sie war einfach der Rennfahrer mit den meisten Trophäen. Und Kessler wollte natürlich ganz gern dem Uli zeigen, dass er hier dazugehört. Wie gewohnt rollen an diesem Sonntagnachmittag die Fahrzeuge an den Start des Sachsenrings. Das Rennen mit den Formelrennwagen ist der Höhepunkt an diesem Wochenende. 20 Sekunden bis zum Start. Uli Melkus Markenzeichen ist der orangefarbene Helm. Sein Wagen steht in der ersten Reihe. Dann erfolgt der Start. Dieses Originalfoto entsteht kurz nach dem Start. Es zeigt mit der Nummer 81 Uli Melkus. Dahinter versteckt lauert Hans-Dieter Kessler auf seine Chance, nach vorn zu kommen. Uli Melkus war auf alle Fälle vor mir. Und wenn es bei mir losging, da wurde alles auch riskiert, damit du in der Startphase eben so weit wie es geht vorkommen konntest. Der Tross mit 26 Rennautos rast in Richtung Hohenstein-Ernsthal. In wenigen Minuten erreichen die Fahrer die Stadt. Im Wagen Nummer 89 konzentriert sich Jürgen Meißner auf die anstehende Fahrt durch den Ort. Dieses Gefühl dann durch die Stadt mit den brüllenden Motoren rein und die Häuserschluchten fliegen vorbei, dann hat man nur noch einen Wunsch, hoffentlich kommt man hier heile durch, weil die erste Runde ist immer das Kritische, das Thema. So wie hier in einer Dokumentation über Uli Melkus jagen die Fahrer in die Stadt, verfolgt von den Blicken der Anwohner. Hier in dieser Straße kommt es zu einem verheerenden Unglück. Genau vor diesem orangefarbenen Haus, in dem Wolfgang Hallmann aus seinem Küchenfenster das Rennen verfolgt. Ich hörte die ja schon unten, vielleicht 10 Kilometer Entfernung. Und der erste kam, Uli Melkus, hatte sich an der Stelle schon abgesetzt. Als zweiter kam Hans-Dieter Kessler hinterher, wie ein vergifteter Affe. Er wollte also unbedingt den Kontakt zu Melkus halten. Die Fahrer rasen mit rund 180 Kilometer pro Stunde durch die Stadt. Dabei liegen die Piloten windschnittig im Rennwagen. Den unmittelbaren Fahrbahnrand können sie so nicht sehen. Und mit den Hinterrädern bin ich wahrscheinlich dort an einer Bordsteinkante drangekommen. Und diese kleine Erhöhung hat mir gereicht, dass das Auto aufstieg
und ich schräg über die Straße an die Hauswand drüben lang. Er muss durch die Luft geflogen sein und die anderen Autos, das ist wie so, wie so ein Bogen gewesen. Und wir sind unten durchgefahren. Er fuhr praktisch an der Hauswand hoch, bis der Punkt kam, wo er also umkippte, über die nachfolgenden Fahrer drüber wegflog und auf der Straße landete. Dieses Originalfoto zeigt den Unfallwagen von Hans-Dieter Kessler. Der ist neben mir runtergefallen an der Position und andere Autos haben natürlich sofort gebremst. Vielleicht habe ich auch gebremst, das kann ich heute nicht mehr sagen, vor Angst. Und wir sind aber weitergefahren. 6 Rennwagen kommen an der Unfallstelle vorbei. Sie fahren auf dem Sachsenring weiter. Der Tross wird angeführt von Uli Melkus. In der Stadt, an der Unglücksstelle, bleiben einige Rennwagen stehen, die es nicht an dem Wrack vorbeischaffen. Während das Rennen auf dem Ring weiterläuft, liegt in der Stadt der Rennwagen von Hans-Dieter Kessler kopfüber auf dem Asphalt. Nun war das ein rechter Schrotthaufen und die Sanitäter, die trauten sich nicht, den Wagen rumzudrehen, weil man natürlich das Allerschlimmste befürchtete. Es war ja nur noch ein Knäuel, ein Rennwagen eigentlich war nicht mehr zu sehen. Ratlos stehen die Sanitäter um den zertrümmerten Wagen. Kopfüber eingeklemmt im Wrack, Hans-Dieter Kessler. Das Rennen läuft weiter. Auf dem Rundkurs nähern sich die Fahrer dem Start- und Zielbereich. Nur hier kann der zuständige Rennleiter das Rennen abbrechen. Doch noch hat ihn niemand über den Unfall informiert. Im Erdgeschoss des Start- und Zielturmes erhält der Einsatzleiter des DRK, Dietmar Fröhlich, einen Anruf von einem Streckenposten. Nach einer gewissen Zeit klingelte das Telefon. Sanitäter meldete uns, die Stadt ist zu, hier liegt ein Auto quer auf der Straße. Ja, eine damalige sofortige Kommunikation direkt mit der Rennleitung gab es noch nicht. Ich also raus aus der Einsatzleitung, bin hochgesprintet zum Start- und Zielturm, um dem Rennleiter Bescheid zu geben. Dietmar Fröhlich hastet sofort nach oben, um die Nachricht aus der Stadt zu überbringen. Die Fahrer ahnen nichts. Dann sind wir halt eine Runde später durch Start und Ziel durchgefahren. War nichts, alles war in Ordnung. Wir haben gedacht, okay, denn der ist zur Seite geflogen, fahren wir weiter. Die Fahrer passieren den Start- und Zielturm. An der Spitze Uli Melkus. Bevor der Rennleiter reagieren konnte, ja, war natürlich dieser Uli Melkus schon wieder durchgefahren und man hatte keine Chance, ihn jetzt irgendwie noch zu stoppen. In den Rennwagen gibt es keinen Funk. So fährt Uli Melkus weiter Richtung Stadt. Er wird in wenigen Sekunden die Unglücksstelle erreichen, mit 180 km pro Stunde. Hier liegt noch immer das Wrack des Rennwagens, in dem Hans-Dieter Kessler verunglückt ist. Nur das weiß Uli Melkus nicht. Er rast weiter auf die Unfallstelle zu und auf die Menschen, die sich dort versammelt haben. Aus dem ersten Stock dieses Wohnhauses verfolgt Wolfgang Hallmann das Geschehen. Jeder normale Mensch dort, der als Zuschauer war dort, hat eigentlich gedacht, die werden unten am Start und Ziel dann rausgenommen, das Rennen ist beendet, ist abgebrochen. Und das war aber nicht geschehen. Während das Rennen noch läuft, ziehen Sanitäter Hans-Dieter Kessler aus dem Wrack. Er ist bewusstlos. Ärzte kümmern sich auf dem Fußweg um den Rennfahrer, wie diese Originalfotos zeigen.
Die Bilder entstehen heimlich, unter den argwöhnischen Blicken der Polizei. Alle 10 Meter stand irgendwo ein Bereitschaftspolizist. Und die haben an der Häuserwand hochgeschaut, wo irgendwo eine Kamera sich zeigte. Ohne zu zögern, greift die Polizei ein. Und wenn einer irgendwelche Unfälle fotografiert hat, dann wurden selbst in den Häusern die Kamerabesitzer aufgefordert, die Kamera herzugeben. Und dann wurde der Film rausgezogen. Ich hatte eine sehr breite Obergardine. Und zwischen Fensterrahmen und Obergardine habe ich natürlich dadurch fotografiert. Und so dokumentiert Wolfgang Hallmann das Geschehen. Die Unglücksstelle wird von einem sogenannten Safety Car abgeschirmt. In dem Sicherheitsfahrzeug sitzt Manfred Wobst mit Blick auf das Wrack. Manfred Wobst ist selbst Rennfahrer. Als er von einem Freund einen kaputten Dacia bekommt, will er in seiner Werkstatt einen Rennwagen daraus bauen, aber dann entscheidet er sich anders. Er baut das erste Safety Car in der DDR. Wir hatten vornehmlich Naturrennstrecken, die also 8-6 Kilometer lang waren. Und wenn da so ein Krankenwagen von einer Ecke zur anderen gefahren sind, vergingen schnell mal 8 bis 10 Minuten. Und das ist für so einen schweren Unfall doch ganz schön kritisch. Und da ist die Idee gekommen, so 85, 86, so ein Safety Car aufzubauen. Mit diesem Sicherheitsfahrzeug fährt Manfred Wobst dem Renntross hinterher, um bei einem Unglück schnell helfen zu können. So wie am 12. Juli 1987, als er das Wrack abschirmt. Da lag also mitten auf der Straße, die Teile verteilt. Neben Manfred Wobst sitzt immer ein Arzt im Safety Car an Bord. Der Arzt sprang raus, ich nahm einen Feuerlöscher und bin auch gleich raus, weil auch die große Flüssigkeitsverlust draußen war auf der Straße. Dachte also, hier kann es ja brennen. Ein aufgerissener Tank bedeutet Explosionsgefahr. Und noch immer rast Uli Melkus auf die Unfallstelle zu. Manfred Wobst bemerkt das nahende Motorengeheul. Ich bin dann noch mal raus und bin entgegengelaufen der Strecke. Und das war auch gut so, weil Uli kam Vollgas in den Ort rein, also mit schätzungsweise 180 reingefahren. Er kam in die Stadt hinein, in die enge Straße. Da war ein Chaos auf der Straße. Menschen standen darum, Rennwagen standen überall. Um die abgestellten Rennwagen sammeln sich immer mehr Anwohner und Schaulustige auf der Straße. Sie wissen nicht, dass ein Rennwagen mit Höchstgeschwindigkeit auf sie zusteuert. Manfred Wobst erkennt die Gefahr und winkt, um Uli Melkus aufzuhalten. Er hat immer gesagt, ich habe dich gesehen, dein Auto gesehen und bin mit dem Zeitpunkt auf die Bremse gegangen. Er ist also dann voll auf die Klötzer gegangen und hat dann in seiner Verzweiflung auf die Schräge des ersten Hauses seinen Rennwagen dort auf die Hauswand gesetzt, um nicht irgendwie einen größeren Schaden zu verursachen. Ein Originalfoto zeigt den Moment, kurz bevor Uli Melkus seinen Wagen mit Absicht an die Hauswand steuert. Für ihn die einzige Chance, nicht in die Menge zu fahren. Hätte er uns nicht gesehen, hätte er diese gesamte Unfallstelle abgeräumt. Er wäre mit 180 dort in die Unfallstelle reingefahren. Es ist nicht auszudenken, was passiert wäre. Nur ca. 30 Meter hinter der Menschenmenge und wenige Meter hinter dem Safety Car kommt Uli Melkus rechtzeitig an einer Hauswand zum Stoppen. Keine Schäden, also Metall, ja, ein bisschen Schäden am Auto gewesen, aber ihm ist nichts passiert. Er war natürlich voll auf Prass gewesen und emotional auch sehr angespannt war, klar, logisch. Mit einer Rennphase so eine Unfallstelle zu sehen und vor allem in so eine Unfallstelle reinfahren zu müssen. Uli Melkus ist nur leicht verletzt. Mit seinem fahrerischen Geschick hat er so Schlimmeres verhindert.
Hinter ihm kommen mit Abstand 5 weitere Rennwagen in die Stadt gefahren. Unter ihnen mit der Nummer 89 Jürgen Meißner. Und als wir dann in die Stadt reingefahren sind, dann waren plötzlich Leute, die gewunken haben und gelbe Flaggen gezeigt haben. Und dann haben wir sofort abgebremst und sind ausgestiegen und haben dann gesehen, was eigentlich passiert war. Und da lag der Rennwagen von Hans-Dieter Kessler. Jürgen Meißner nähert sich dem Wrack. Ich sah nur noch diesen Klumpen. Das war ja eigentlich nicht mehr ein Rennwagen, da fehlt ja fast alles dran. Mein erster Gedanke war, weil ich wusste, dass Hans-Dieter Kessler von mir den Sicherheitsgurt hatte. Und mein erster Gedanke, hoffentlich hat dieser Gurt gehalten. Also mir war dort echt mulmig und ich kann nur sagen, recht schlecht. Jürgen Meißner und seine Fahrerkollegen machen sich große Sorgen um Hans-Dieter Kessler. Seit gut 2 Jahren fahren sie alle mit einem solchen 6-Punkt-Gurt. Konstruiert hat ihn Jürgen Meißner. Ich habe mir ein Buch besorgt von Niki Lauda, Formel 1. Und da war zufälligerweise ein Bild drin, wie der Niki Lauda dort in einem 6-Punkt-Gurt sitzt. Und das Bild habe ich zum Anlass genommen, zu überlegen, wie kann man jetzt mit unseren Mitteln das nachempfinden. Und da habe ich innerhalb von einer Woche das Grundprinzip entwickelt und habe dann das dem Uli vorgestellt. Und da hat gesagt, ja, müssen es mal bauen, basteln. Jürgen Meißner ist Kfz-Ingenieur. Er besorgt sich Gurtreste aus dem Herstellerbetrieb für Trabant und Wartburg. Die kombiniert er mit einem Schloss, Marke Eigenbau. Jürgen Meißner lässt diesen 6-Punkte-Gurt auch testen. Auf einer Prüfstrecke in Karl-Marx-Stadt. Dann war jetzt interessant, hat das gehalten? Und das sind natürlich die Ingenieure von der Prüfstelle mit mir dahin gerannt. Gurt hielt. Auf der Teststrecke hat der Gurt bewiesen, dass er funktioniert. Doch wie sieht es bei einem echten Unfall aus? Kann der 6-Punkt-Gurt auch bei fast 200 Kilometern pro Stunde Leben retten? Es kam mir ein Funktionär entgegen. Der wusste, dass ich diese Gurte entwickelt hatte und der muss auch den Rennfahrer dann mit evakuiert haben und hat mir gesagt, bloß gut, dein Gurt hat gehalten. Und da ging mir, sagen wir mal, ein gutes Gewissen wieder rein und sagt, Gott sei Dank. Hans-Dieter Kessler lebt, doch er ist ohne Bewusstsein. Mit dem Krankenwagen wird er ins Bezirkskrankenhaus nach Karl-Marx-Stadt gefahren. Kurz nach dem Unfall gibt die Polizei ein erstes Fernschreiben heraus. Hans-Dieter Kessler hat Thoraxprellungen, ein Schädelhirntrauma und eine Amnesie. Aber er ist außer Lebensgefahr. In erster Linie hat mir das Leben gerettet der Gurt von Jürgen. Die Polizei nimmt sofort die Ermittlungen nach der Unfallursache auf. Wer hat Schuld an dem Unglück? Aus ihrem Bericht geht hervor, dass Hans-Dieter Kessler die alleinige Schuld trägt. Der Unfall sei ohne Beteiligung anderer entstanden. Am Abend berichtet die Aktuelle Kamera vom Renntag. 150.000 Zuschauer verfolgten am Wochenende die Motorsportwettbewerbe auf dem 60-jährigen Sachsenring. Den Auftakt vollzogen die Tourenwagen A bis 600 Kubikzentimeter. Die Aktuelle Kamera berichtet ausführlich über das Rennen der Trabis. Das Unglück mit dem Formelrennwagen ist nur eine Randnotiz. Während des Rennens kam es zu einem Unfall mit Personen- und Materialschaden. Ein Fahrer wurde verletzt. Im Interesse der Sicherheit der Fahrer und Zuschauer entschloss sich die Rennleitung, das Rennen abzubrechen. Für Uli Melkus war es der letzte Start auf dem Sachsenring. Ihm ist es zu gefährlich, mit 180 Kilometern pro Stunde durch die Straßen von Hohenstein-Ernsthal zu fahren. 1990 stirbt er. Nicht bei einem Rennen, sondern bei einem Autounfall auf einer Landstraße. Hans-Dieter Kessler dagegen
setzt sich 2 Jahre nach seinem Crash wieder ans Steuer eines Rennautos. Das erste Mal nach dem Unfall bin ich nicht mit Angst wieder und mit gemischten Gefühlen in den Formel gestiegen, sondern ich bin dort rein und bin auch gleich wieder vorne mitgefahren. Ich hatte nie ein Bedenken oder Angstgefühl, dass da wieder sowas passieren könnte. Bei seinem ersten Rennen nach dem Unglück landet Hans-Dieter Kessler auf dem 3. Platz. Das war 1989. Beim letzten Rennen auf dem traditionsreichen Straßenkurs des Sachsenrings. Es ist nicht das erste Mal, dass Hans-Dieter Kessler in den Straßen von Hohenstein-Ernsttal mit seinem Rennwagen verunglückt. Schon 10 Jahre zuvor, 1977, ist er dort in einen Unfall verwickelt. 10. Juli 1977. Die Straßen von Hohenstein-Ernsttal sind übersät mit Autowracks. Die Karossen sind zerstört und ineinander verkeilt. In einem dieser Wracks verliert ein Rennfahrer sein Leben. Wie jedes Jahr ist Hohenstein-Ernsttal an diesem Wochenende im Juli Schauplatz des beliebten Rennens auf dem Sachsenring. Nicht nur die Formelflitzer gehen hier an den Start. Auch die sogenannte Klasse der Tourenwagen bis 600 Kubikzentimeter fährt vor. Die Wagen werden im Volksmund liebevoll Rennpappen genannt. Sie sollen an diesem Sonntag ihr Rennen austragen. Die Fahrer bereiten sich wie gewohnt auf den Start vor. Die vielen Schaulustigen an der Strecke freuen sich auf ein spannendes Rennen. Einer von ihnen ist Wolfgang Hallmann. Naja, es war eigentlich ein ganz üblicher Renntag. Allerdings, das Wetter ließ sehr viel zu wünschen übrig. Es war feucht, es hatte geregnet und es kamen immer wieder mal ein paar Güsse vom Himmel runter. Und man hatte schon so ein bisschen Bange, hoffentlich passiert da nichts in der Stadtdurchfahrt. Am Himmel brauen sich immer wieder dunkle Wolken zusammen. Dennoch soll das Rennen wie geplant stattfinden. Im Fahrerfeld ist auch Hans-Dieter Kessler. Piloten wie er wissen, dass eine nasse Piste höchste Aufmerksamkeit erfordert. Vor allem, weil die Reifen nur bedingt für ein Rennen bei Regen geeignet sind. Wir waren ja damals noch nicht so gut bestückt mit Regenreifen und sowas. Da haben wir Slicks genommen, haben sie selbst geschnitten und Profile reingemacht und sind gefahren. Und das wurde mir dann auch zum Verhängnis. Das Rennen startet ohne Probleme. Hans-Dieter Kessler fährt vorne mit, als es Richtung Hohenstein-Ernsttal geht. Der Ort liegt auf einem Berg. Die Rennstrecke ist abschüssig. Hier fließt das Regenwasser hinab und bildet in einer Senke Wasserlachen. Die Gullis schaffen es nicht, die Wassermassen aufzufangen. Gleich erreicht das Fahrerfeld Hohenstein-Ernsttal. Man hörte sie schon dröhnen in der Ferne und sie kam also in die erste Kurve rein und da geschah eigentlich das Fürchterliche. Die Fahrer verlieren die Kontrolle über ihre Rennbahn. Auf einmal ging die Post ab. Ich merkte bloß, dass die Räder durchtreten vorne und dass sich das Fahrzeug nicht mehr lenken ließ. Das war richtig erschütternd. Man sah die kommen, den ersten, der sich schon in der Kurve tangential wegbewegte. Es krachte einer nach dem anderen auf die schon stehenden Fahrzeuge drauf. So wie in diesem Video geraten die Renntrabis aus der Bahn. Das war ein schrecklicher Ton, der mich noch Wochen und Monate verfolgt hat, dieses Bum, Bum, Bum. Das sind etwa 100 Meter auf dieser Strecke. Das sah aus wie ein Schlachtfeld. Die Straße ist übersät mit zerstörten Renntrabis, wie diese Originalfotos zeigen.
Insgesamt 10 Fahrzeuge sind auf der nassen Straße ins Schleudern gekommen. Neben dem Trümmerfeld wohnt im ersten Stock dieses Hauses der Sanitäter Ulrich Wünsch und verfolgt das Rennen aus seinem Fenster. Der eine zum Beispiel, der fuhr frontal, rutschte frontal gegen den Lichtmast, der sofort knickte, zum Glück nicht umfiel. Ein Trabant rammt mit 140 Kilometern pro Stunde einen Strommast aus Beton. Ich sofort nach meiner DRK-Tasche, die immer griffbereit im Schlafzimmer hing, gerannt, Treppen runter. Beim Nachbar über den Gartenzaun gesprungen, weil bei mir wäre eine Flugschneise gewesen. Und da kam mir schon ein Fuch entgegen. Eine Platzwunde am Kopf, die geblutet hat wie verrückt. Und er ist dann nur noch zusammengesackt. Ulrich Wünsch übergibt den bewusstlosen Fahrer an einen Rettungswagen. Auch die anderen Rennpiloten steigen aus den Wracks ihrer Autos, die mit voller Wucht ineinander gerast sind. Da hat es mir den Helm über den Kopf runtergezogen. Und ich muss auch sagen, wir hatten damals noch die originalen DDR-Anschnallgurte, diese schräg drüber. Anschließend war Schulter und alles war blitzeblau durch den Anprall, wo ich gegen den Mast bin. Und da ist die Seitentür weggeflogen gleich. Ich war erst mal benommen, das ist aber normal durch den Anprall und durch alles. Aber als ich dann ausstieg und ich sah das Trümmerfeld, das war wie ein Flugzeugabsturz, sah das aus. Das waren ja 10 Autos, die durcheinander lagen. Keine, auch noch mehrere, die auch an den Mast dran sind irgendwie. Und das sah schon schlimm aus. Am schlimmsten trifft es diesen Trabant, der einen Strommast gerammt hat. Der Mast knickt leicht ein und die Hochspannungsleitungen reißen. Das bemerkt der Streckenposten Bernd Bammler. Er erkennt die Gefahr. Die 400 Voltkabel, die baumelten so aneinander vorbeigingen und auch bei Wind. Und jedes Mal kamen da so kleine Stichflammen. Immer wieder schießen Lichtbogen aus den zerrissenen Kabeln. Unten am Mast steht der Trabant. Durch den Aufprall ist sein Tank aufgerissen. Und da waren die 5 Liter, die dort in pro Auto drin waren, die waren ausgelaufen. Und mit einem Regenwasser ins Kanalsystem rein. Und das war was ganz Gefährliches. Auch andere Fahrzeuge verlieren Benzin, das sich über die Straße verteilt. Wenn das hätte gebrannt, hätten wir heute in Hohenstein viele neue Häuser, denn die wären dort in die Luft geflogen. Das war also kreuzgefährlich. Geistesgegenwärtig schaltet zum Glück jemand den Strom ab. Sofort beginnen die Aufräumarbeiten. Die Fahrer verladen die demolierten Renntrabis. 10 Fahrzeuge sind schrottreif. Das ist fast die Hälfte des Fahrerfeldes. Wir hatten alle Totalschäden. Assmann, Wöhner, ich. Da war nichts mehr ganz. Für Hans-Dieter Kessler und seine Fahrerkollegen geht das Unglück am 10. Juli 1977 dennoch glimpflich aus. Viel Blechschaden und eine Kopfverletzung. Doch an genau dieser Stelle im Ort soll es an diesem Tag schlimmer kommen. Ich hatte auch gehofft, dass das Rennen dort beendet wäre, denn das Wetter wurde nicht besser. Das Wasser lief nach wie vor so die Straße runter. Ich sagte, wenn hier was passiert, gibt's Tote. An diesem Sonntag regnet es immer wieder in Hohenstein-Ernsthal. Dennoch soll das nächste Rennen starten. Es sind Tourenwagen der Klasse bis 1300 Kubikzentimeter. Darunter solche Sportmodelle der Marke Skoda. Ein Fernsehfilm aus dem Jahr 1977 zeigt die Piloten mit ihren Rennmaschinen. Das waren gute Fahrzeuge und so. Kann man also nicht irgendwie, das war nicht irgendwelcher Schrott, den die da mit hatten, sondern das war optimal.
1977 sind die Tourenwagen auch bei der international bekannten Rallye von Monte Carlo dabei. Das Rennen findet jedes Jahr im Januar statt, in dem kleinen Fürstentum an der Mittelmeerküste. Auch in Monte Carlo führt die kurvige Rennstrecke mitten durch die Stadt. Nasse Fahrbahnen gibt es hier immer wieder. Für die Skodas ist das kein Problem. Die Piloten steuern geschickt ihre Rennwagen über den rutschigen Asphalt. Selbst weiter oben in den Alpen sind die Fahrer allen Anforderungen gewachsen. Sie meistern sogar schneebedeckte Pisten. Die Rennleitung am Sachsenring sieht daher keinen Grund, das Rennen nicht zu starten. Kurz nach Beginn entsteht dieses Foto. Vorn sind drei Fahrer aus der Tschechoslowakischen Volksrepublik. Im Ort sammelt sich nach einem Regenguss wieder das Wasser auf der Straße. Die kommt unten rauf. Der erste kommt quer aus der Kurve. Und der zweite kam auch der quer, allerdings mit noch mehr Speed, hat mit der Fahrertür den Lichtmast getroffen. Das waren Bilder, die vergisst man nicht. Und die Geräusche hatte ich jahrelang in den Ohren. Wie er dort dagegen scheppert, das Auto knickt im Prinzip um den Strommast rum. Und man hat gesehen, der Fahrer zum Sitz war nicht mehr dort, wo er hingehört. Eines der Fahrzeuge rammt einen Lichtmast aus Beton. Es ist genau die gleiche Stelle, an der Stunden zuvor die Trabis die Kontrolle verloren. Allerdings waren die Skoda-Fahrer mit viel höherer Geschwindigkeit unterwegs. Die Wucht des Aufpralls zerfetzt den Rennwagen. Ich habe das gesehen, habe sofort gesagt, der Fahrer, oder meine erste Vermutung, der Fahrer ist tot. Aber wie es ist, Tasche geschnappt, runtergerannt. Ulrich Wünsch ist der erste Sanitäter am zerstörten Auto. Als erste reingelangt in das Wrack, den zertrümmerten Arm, Puls gefühlt, es war noch Puls vorhanden. Gott sei Dank. Gemeinsam mit anderen Sanitätern zieht er den Fahrer aus dem Unglückswagen. Dann haben wir ihn aus dem Auto gebogen. Das Bild, wenn er vorneweg eine Breite von normalen, schmaler Statur hatte, oder auf einmal fast doppelt so breit, das heißt, hat er sich innerlich alles zertrümmert. Und der Arzt hatte ihn dann auch zum, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, ja, zur Beatmung eingeführt und auch nur mit dem Kopf geschüttelt. Der Rennpilot wird in das Bezirkskrankenhaus Karl-Marx-Stadt gefahren. Dort versuchen die Ärzte in einer Notoperation sein Leben zu retten. Ich habe dann ein paar Tage später von den ehemaligen Schulkollegen oder Schulkameraden gehört, der bei der OB zugegen war. Es war nichts mehr zu machen. Leider. Der 10. Juli 1977 ist einer der schwärzesten Tage in der Geschichte des Sachsenrings. Zwei schwere Unfälle. Ein Todesopfer. 1927 gab es das erste Rennen auf dem legendären Straßenkurs des Sachsenrings. 1990, dann mit dem Ende der DDR, kam auch das Aus für die altehrwürdige Naturrennstrecke. Sie entsprach einfach nicht mehr den modernen Sicherheitsanforderungen. In den gut 60 Jahren ließen 22 Fahrer auf dem Sachsenring ihr Leben. Doch nicht nur Unfälle beim Autofahren können dramatische Folgen haben. Auch ein Sturz auf glatter Straße oder im Haushalt kann ein Leben aus den Fugen bringen. Ältere Menschen sind hier besonders gefährdet.